So, schauen wir gleich mal, was in den Medien drin steht. Rising Star Client Hunter dürfte diese Saison ein weltweiter Superstar werden. Na, wie gefallen dir die endlosen Trainingsläufe in der Vorbereitung? Hunter ist nach Durchbruchssaison wieder im Training. Der Hype ist riesig, die Aufmerksamkeit enorm. Gelingt ihm eine gute zweite Saison? Viel Erfolg beim Trainingsauftakt, Hunter. Ich wünsche dir einen Top-Start in die neue Saison bei Everton. So, das Training haben wir schon mal gepackt. Gib bei der Vorbereitungstour mindestens 10 Schüsse aufs Tor ab. Können wir auch schaffen. Gewinn das Saison-Vorbereitungstour. Na da. Schauen wir mal. Oh, haben wir ein paar neue Attribute freigeschalten. Das ist natürlich klasse. Spieleigenschaften. Mit Spieleigenschaften kannst du Alex einzigartige Fähigkeiten und Skills verschaffen. Na gut, das wissen wir ja schon. Schauen wir mal. Ach cool. Was haben wir hier unten? Spezialbewegung. Das fetzt natürlich. Und da können wir direkte Attribute freischalten. Okay, okay. Wir machen es hier. Abschlussskillpunkt Schießen. Angeschnittener Schuss. Volleys. Schwacher Fuß. Oder Außenrissschuss. Machen wir noch den Volleyschuss mit, den schwachen Fuß mit dazu. Wir haben noch zwei Punkte. Angeschnittener Schuss. Und Außenrissschuss. Dann haben wir alles drin. Läuft. Und weiter geht's. Alles klar? Mach dir keine Sorgen. Ist wie ein Interview nach dem Spiel. Nur im Sitzen und ohne Schwitzen. Wie auch immer. Sitzen wirst du jedenfalls. Hey, Michael. Hey. Stimmt es, dass der Club Alex einen neuen Vertrag angeboten hat? Das hat oberste Priorität, Jim. Wenn's optimal läuft, habe ich sogar eine Überraschung. Oh, gut, gut. Hauptsache, Alex macht sich keine Sorgen. Er muss sich auf die neue Saison konzentrieren. So sieht's es geht aus. Nicht nur um die neue Saison, Jim. Bei diesem Deal muss wirklich alles stimmen. Weißt du, ich wünschte, Harold hätte jemanden wie dich gehabt, ehrlich. Ach, schön, dass Sie sich so gut verstehen. Das wird schon, Junge. Sei einfach du selbst. Oh, das sagt sich so leicht. Das ist Rio Ferdinand. Und du bist Alex Hunter. Alex. Hey. Thanks for coming out, man. Nett, dich kennenzulernen. No problem. Ach, das hört sich jetzt wie ein Fanboy an, aber ich habe als Kind all deine Spiele verfolgt. Du, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitzen würde. You trying to make me feel old? Sorry. Warum spricht ihr eigentlich Englisch? Man. Come on. Den hätten sie auch mal übersetzen können, die Jungs. Aber ich bin Alex Hunter und das ist Once to Watch. When you think back to where you were 12 months ago without a professional contract and you smash an exit trial and find the club. Now, you've broken out into the Premier League and had some top-class performances. What made it all happen? Ja, ich spiele einfach gerne Fußball. Es ist der Wahnsinn. Mein Traum ist wahr geworden. Ich kann es nicht glauben, dass ich hier bin. Weißt du, ich liebe es, Fußball zu spielen. Ach, was anderes kann ich gar nicht. Aber nicht weiter sagen. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Ja. Die erste Begegnung, seit er vor 8 Jahren in die Staaten ging. Have you seen much of him since? Ganz ehrlich, er spielt in meinem Leben keine Rolle. Meine Mom, mein Großvater, das ist meine Familie. Ehrlich gesagt möchte ich nicht über Harold reden. But another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end.
Is that right? Ja, wir haben schon was zusammen erlebt. Wir haben als Kinder auf der Straße Fußball gespielt. Dann sind wir zusammen ins Jugendteam, gemeinsam zu einem Profi-Club. Aber es ist schwer. Alles ändert sich. Gerade zu Hause raus, ich war 17. Auf einmal ist dein ganzes Leben anders. Du musst schnell rausfinden, wer dein Freund ist und wer nicht. Ich denke, da geht jeder auf seine eigene Weise mit um. Okay. Gas und ich haben nach dem FA Cup-Finale geredet. Wir sind beide Erwachsener geworden. Die Rivalität besteht natürlich immer noch. Schon als Kinder ging es nur darum, wer der Bessere war. Listen, so who would usually win then? Na, wer wohl? Kommt drauf an, wer gefragt wird. Ich würde das Team Kamimo zuerst nehmen. Das Wichtigste war immer das Team, das kam zuerst. Und dann erst unsere Rivalität. Es wäre heute genauso. Wären wir im selben Team. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Danke. Cut. So that's it, man, we're done. Well, good job, mate. Wer denkt sich denn die Fragen aus? Ziemlich heftig. Listen, we're just getting to the real stuff, that's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in the new season, man. Finde ich auch. Hat er ganz gut gemacht. Hey, Mann. Du auch? Ja. Ach. Uns trauen sie wohl viel zu, hä? Huh? Mr. Hunter, Mrs. Hunter. Lang nicht gesehen. Du hast mich schon lange nicht mehr Mrs. Hunter genannt. Ja. Jetzt mache ich's wieder. Ist ziemlich viel passiert. Ja, stimmt. Wir werden draußen warten, Alex. Oha. Was denn da los? Absolute Weltklasse, Alex. Wie erwartet. Gareth, wusste nicht, dass du auch da bist. Woher auch? Seit dem Transferdesaster bist du nicht mehr mein Agent. Ja, nun, das ist ein schnelllebiges Geschäft, kennst du ja. Tja, ich muss los. Gute Arbeit heute. Danke. Ob es hier noch zur Versöhnung kommt zwischen den beiden? Ist er immer noch dein Agent? Klar, warum denn nicht? Für mich ist er der Beste. Das sehen nicht viele so. Was soll das heißen, bitte? Ach Mann, hör dich einfach mal richtig um. Taylor ist eine Witzfigur. Dass mein Transfer schief ging, lag größtenteils an ihm. Oi, Gaz. You ready to go, mate? Dann geh ich mal. Schön, dich zu sehen, Mann. Alles klar? Good to see you, man. Ja, danke. Great job last season. Oh, vielen Dank. Hallo, alles klar? Wir hätten ihn jetzt auch eiskalt mit der Faust da stehen lassen können, ne? Nach den Aktionen, die er letzte Saison abgezogen hatte. So, nochmal Socials jetzt, bevor es richtig losgeht. Klar, dass Rios Frage nach seinem Dad Hunter so geschockt hat. Der Typ hat sich scheiden lassen, als Alex nicht mal ein Jahr alt war. Hunter ist ein Talent, klar, aber eventuell ist der nur bei Rio, weil jemand anderes abgesprungen ist. Das glaube ich nicht. Oh, wow, Hunter. Gast bei Rios Want to Watch. Hm? Mein bist du ein Star? Besorgst du mir ein Autogramm von ihm? Hunter hat offenbar mehr Medientraining bekommen als Fußballtraining. Guter Eindruck im TV. Naja, jetzt hör aber auf. Was meinst du, Boss? Ein Titel wäre doch nicht schlecht auf dieser Tour, oder? Lass den Quatsch, Junge. Das musst du dir verdienen, Hunter. Wir wollen nur ein bisschen Spaß machen. Wir müssen nur Real Madrid im Halbfinale schlagen und dann Galaxy oder Bayern München im Endspiel. Nur. Kinderleicht, oder? Zeig Wasser. Was, Gaio? Willst du uns irgendwas sagen, mon ami? Lily glaubt wohl alles, was er in der Presse liest. Er meint, auch die Mondlandung wurde in dem Filmstudio gedreht. Doch. Wach endlich auf. Wenn ich mal eines Tages gehe, werdet ihr es von mir erfahren, nicht von der Presse. Gibt's schon einen Termin?
ich glaube nicht dran, dass er gehen wird. Oh, schon wieder überall Socials. Was ist denn los hier? Vier erfolgte Vorbereitung, Hunter. Zeig den USA, was du kannst. Kann Hunter gegen Real Madrid hier auf dem Tor machen? Warten wir es mal ab. Und ich werde Hunter heute mit großem Interesse verfolgen. Und Spieltag. Bitte keine Anrufe, noch kein SMS. Na gut, die kennen wir schon beim letzten Saison. Auf geht's, komm, schauen wir mal, was geht. Gegen Real Madrid. Gleich mal so ein Showdown-Spiel hier. Natürlich nur mit Hunter spielen, wie wir abgemacht haben. Wir spielen neben Mooney und vor Sigurdsson. Das sollte eigentlich was werden. Bei den LA Galaxy. Auf geht's. Cristiano. Wie er guckt. Alexander, right? You look good last season, kid. Danke. Have a good match. Ja, ich dir auch. Ah, Trikottausch am Ende? I will see what I can do. Komm, wir machen ein paar Buten, dann reicht das sich um. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie Halbfinale in diesem International Club Cup. Für den Sieger geht es dann im Finale gegen die Bayern oder gegen Galaxy. Ja, was für ein Turnier. Top besetzt, Riesenspiele, Atmosphäre stimmt auch. Ich freue mich auf diese Partie. Ja, Fuß und Buschi wieder dabei. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Aveiro. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Es muss man einfach so festhalten. Und wie es sich für einen Superstar gehört, zelebriert er seine Auftritte ja auch sehr gerne. Ich finde, er kann sich erlauben. Ja. Was mich mal interessieren würde, ist, ob das so ein Spieler wie Wayne Rooney auch juckt, dass da ein Cristiano Ronaldo vorbeikommt. Wayne Rooney ist ja jetzt auch nicht irgendwer. Ein sehr unangenehmer Gegner, Buschi. Und das liegt vor allen Dingen an ihrem Kurzpassspiel. Ja, was das Tiki-Taka angeht, Wolf, da macht ihnen keiner was vor. Das haben sie drauf. Damit versuchen sie es immer wieder, ihre Spiele zu dominieren. Es geht los. Jetzt geht's hier um alles oder nichts. Halbfinale. Die Fans sind angespannt, die Spieler sind angespannt. Das wird auch eine Frage der Nerven. Philipp Bernhard. Das war aber schon ein Kackpass. Groß. Wenn man das mal sagen, ne? Und nun Carvajal. Das könnte die Chance werden. Gut verteidigt hier. Und Hunter. Jetzt Rooney. Baines. Ah, schade, Baines. Da kann er ihn stoppen. Groß. Gut, okay, da sind wir vorbeigekrätscht. Nun Carvajal am Ball. Bale jetzt über außen. Benzema. Gareth Bale. Da steht schon 1-0, ja? Nee. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. So, wir müssen mal gucken, wo wir hier ein bisschen positioniert sind. Ich glaube, der spielt jetzt, ich dachte schon, der spielt Rooney an. Mit dem hohen Ball. Sigurdsson. Philipp Bernhard. Ah. Okay, das ist Real, da kann man ja nicht so rumtribbeln. Toni Groß jetzt. Casemiro. Halte die Position. Ja, ist ja gut. Marcelo. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ich dachte, ich könnte ein bisschen mit aushelfen. Ganz geduldig. Hinten, passen Sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne. Jetzt die Möglichkeit. Ja. Dieses Tor haben Sie sich verdient. Ja, mit diesen kurzen, schnellen, präzisen Pässen einfach mal die Abwehr auseinandergenommen. Ja,
Den Ball dreht er klasse rein. Schönes Tor. Was für eine Flugkurve mit ganz viel Effekt gespielt. Ja, es war zu einfach da in der Abwehr. Real geht hier in Führung. Es ist einfach klasse, wie sie das machen. Das ist Tiki-Taka vom Feinsten. Immer mit dem Zug zum Tor, immer mit dem Blick, wo der freie Mann, wo die Chance ist. Jetzt Sergio Ramos. Und nun Marcelo. Jetzt Ronaldo am Ball. Ja, jetzt haben wir doch mal eine Chance hier. Schneiderla. Fehlt schon wieder einer. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Jetzt wird's gefährlich. Der Ball für Rooney. Nee. Nee. Ungefährlich. Ist schon ein klasse Turnier, dieser International Club Cup. Wirklich super besetzt und man sieht ja dann auch, die Fans freuen sich richtig, jetzt diese Mannschaften erleben zu dürfen. Ja, und die Vereine nehmen... Schönes Zuspiel. Das sieht gut aus. Ah, oh, das ja. Könnte es sein. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Wunderbar, und wir geben die Vorlage für Sigurdsson. Super gemacht. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Sie können ausgleichen. Und sofort hört man auch mal die Engländer im Hintergrund. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Da gewinnt er den Zweikampf. Ah, schade. Wähl die einfache Variante. Ja, gut, da haben wir recht. Sehr gut, Son. Das sieht vielversprechend aus. Ja, das sieht gut aus. Da zieht er ab. Stark gemacht. Jetzt die Ecke. Vielleicht geht da was. Das war ja nicht ohne. Da kommt der Ball von Sieg. Jetzt schießt er. Ball bei Marcelo. Casemiro. Ah, ja, toller ja. Pass. Und dann der Konter. Pass auf Cristiano Ronaldo. Geht nach innen. Der Trick war zu einfach. Wahl niemand. Szene ist noch nicht vorbei. Modric. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Weg damit. Der Ball ist draußen. Real jetzt mit dem Einwurf. Casemiro. Ball bei Cristiano Ronaldo. Und er macht wieder den gleichen Trick. Aber es klappt halt auch immer wieder. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Weil man nie weiß, wann der Trick kommen wird. Philipp Bernard. Hunter. Sigurdsson. Und da verlieren sie den Ball. Ball bei Bale. Modric. Carvajal jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommt der Pass. Okay, kein Abseits. Und Carvajal. Flanke kommt. Die Ecke kommt jetzt von Groß. Selten genug, aber heute mal keine gute Leistung von Cristiano Ronaldo. Ja, zu zögerlich, was er hier heute zeigt, würde ich sagen. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Halbzeit. Bislang ein tolles Halbfinale, wie ich finde. Und ein toller erster Durchgang auch, Buschi. Ja, und wer sich hier durchsetzen wird, das ist immer noch völlig offen. Ich habe so den Eindruck, dass beide noch Reserven haben. Ich glaube, das wird eine richtig spannende zweite Hälfte. Der Rasen sieht aus. Also nach der ersten Hälfte, ersten paar Minuten habe ich erst gedacht, okay, das geht hier in die Hose gegen Real. Aber wir haben uns eigentlich gut wieder reingekämpft.